an early age, a young girl in Midwest Germany started to feel a kind of attraction to create, to painting. She now said that she had gone through tough times of setbacks that pushed her to continue trying instead of giving in. This time, Chromart.org portrays a German artist that rediscovered a conventional artistic approach. Johanna Flammers here, Artistic Interpretations. Wenn man sich deine Arbeit anschaut und vor allem, wenn man viele Kommentare über deine Arbeit liest, kommen immer Adjektive, so wie phantasmagorisch oder geheimnisvolle Arbeiten oder mysteriöse Arbeiten. Ist es etwas, das du immer haben wolltest, diese Absicht, dass die Leute so deine Arbeit sehen und wahrnehmen? Oder du lachst nur darüber und sagst, das war überhaupt nicht meine Absicht. Wie kommt es zustande, dass es so ein Eindruck auftaucht? Also meine Absicht war es nicht. Das hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit. Also die Herangehensweise an meine Arbeit mit den verschiedenen Techniken, die hat sich über Jahre aufgebaut. Das war ein Prozess des Ausprobierens, des Experimentierens und dann kam halt schon so zwischendurch in den ersten Schritten, wo ich angefangen habe, so zu arbeiten, schon so Kommentare, so, oh, interessant, mal was Neues, was ist das, sieht merkwürdig aus, aber schön. Und da habe ich schon gedacht, ach, jetzt bist du auf dem Weg, der könnte interessant werden, weil es ist schön, eine Reaktion zu bekommen, die... Wo man merkt, die Leute sind ergriffen und angetan und erfreuen sich an den Arbeiten, fühlen sich in eine andere Welt hineinversetzt oder ich konnte sie 5 Minuten abholen in eine andere Sphäre. Das finde ich für mich sehr schön, auch zu wissen, Mensch, man kann mit Kunst ein bisschen noch was erreichen. Was sind diese Figuren, die man sieht auf deinen Bildern? Wo kommen die her? Das sind keine Figuren. Das sind Haarabbildungen aus Zeitschriften. Ich arbeite jetzt seit über 10 Jahren mit Haarabbildungen. Ein Thema, was lange Zeit in mir geschlummert hat, glaube ich, weil die Affinität zu Haaren habe ich immer schon gehabt. Aber ich weiß es nicht, ich hatte früher schon, ich habe Locken, ich kämpfe jeden Tag mit ihnen, vielleicht daher. Irgendwie kam das von alleine. Ich habe viel experimentiert mit Collage und irgendwie fand ich das so ein bisschen langweilig. Und als ich dann dachte, Mensch, vielleicht mal was finden, was abstrakt ist, also was ich entfremden kann aus dem Kontext der Zeitschrift, einfach hinausnehmen und das ist für sich alleinstehend dann abstrakt wirkt. Also wenn man Haare ausschneidet von den Köpfen der Leute quasi in den Zeitschriften, das ist ja auch schon ein radikaler Akt im Grunde genommen, finde ich. Man skalpiert ja diese Figuren in den Zeitschriften, wenn ich sie rausschneide. Diese Haare sind sehr abstrakt, sie haben was von Blumen und ich finde es schön, sie neu zu arrangieren, in einen fremden Kontext einzufügen, in die Malerei in diesem Falle, sie noch mit einer, ich zeichne ja auch, ne, sieht man jetzt nicht immer, aber diese dunklen Schattierungen, die zeichne ich noch hinein mit einem Edding und verbinde sozusagen diese Haare mit der Malerei, sodass es einheitlicher wirkt. Ne. Hier habe ich es noch nicht getan zum Beispiel, das steht sehr frei und deplatziert und wenn ich sie dann hier bearbeite, wirken sie integrierter. Und das fand ich schön, diese Haare wirken plötzlich anders, sie wirken wie Blumen und sie verändern sich und haben eine andere Aussage plötzlich. Und das fasziniert mich schon jahrelang, dass ich damit mit diesem Material verschiedene Farben auch, wie sie haben, etwas anderes draus machen kann. Das fand ich
Auto.